Ja, herzlich willkommen hier auf Super HD. Für wie ihr sehen könnt, haben wir heute natürlich einen Vergleich zwischen dem LG G4 und dem LG G3. Ja, und wir schauen einfach mal, was es für Neuerungen gibt und was gleich geblieben ist. Beginnen wir nun zunächst mit der Vorderseite der Smartphones. Beginnen wir linksseitig mit dem LG G4. Die oben liegenden Sensoren und Lautsprecher sind gleich geblieben. Das G4 weist eine Frontkamera mit 8 Megapixeln auf, wohingegen das G3 nur 2,1 Megapixel bietet. Das verbaute Display ist ein IPS-LCD-Display mit 5,5 Zoll und einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel bei 534 ppi, also bei beiden Geräten gleich. Dennoch gibt es einige kleine Neuerungen bei dem Display des G4. Unter anderem wurde der Stromverbrauch des Displays sehr stark verringert, was sich auch im täglichen Gebrauch bemerkbar macht. Zudem wurde bei dem Display des G4 ein deutlich höherer Kontrastwert erreicht. Auch in der innenliegenden verbauten Hardware gibt es einige Neuerungen. So haben wir nun in dem G4 ein Snapdragon 808 verbaut mit 4x1,4 GHz und 2x1,8 GHz. Des Weiteren ein Grafikchip und zwar den Andero 418. Das G3 verfügt hingegen über ein Snapdragon 801 mit 4x2,5 GHz. Zudem ist hier der Adreno 330 Grafikchip verbaut. Beide Smartphones verfügen über 3 GB Arbeitsspeicher. Kommen wir nun zur Rückseite der beiden Smartphones. Wie man auf den ersten Blick sieht, wirkt das LG G4 viel hochwertiger verarbeitet als das LG G3. Die neuen designten Schaltwippen auf der Rückseite sind einfacher zu bedienen und fühlen sich viel hochwertiger an. Auch die Lederrückseite gibt einem mehr Halt beim Bedienen des Smartphones. Was direkt ins Auge sticht, ist die Kamera. Sie setzt sich im Gegensatz zu der Kamera des G3 deutlich ab. Und da wären wir auch schon bei der wesentlichen Neuerung. Das G4 weist nur 16 Megapixel auf, wohingegen das G3 noch mit 13 Megapixel zurechtkommen muss. Auch die Blende wurde bei den jeweiligen Kameras verbessert. Das G4 weist nun eine 1,8er Blende auf, wo das LG G3 natürlich noch mit einer 2,2er Blende dasteht. Gleich geblieben sind hingegen das Blitzlicht und der Laser-Autofokus. Direkt im Anschluss dieses Videos habe ich euch natürlich Video- und Bilderauszüge bereitgestellt. Viel Spaß, ich sag danke fürs Zuschauen, macht's gut. Verarbeitung sieht wirklich super sauber aus.